bin der Thomas Kohler, bin 35 Jahre alt, wohne hier in Fischbach. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Vanessa. Also, wir sind hier auf dem Betrieb Tschäckle. Der Herdenname ist Kohlswiss Holstein. Wir bewirtschaften hier knapp 25 Hektare Ellen. Davon haben wir 3 Hektare Silomais. Der Rest ist alles Grünfutter, Grünland, wo wir das Futter für die Kühe, für die Rinder nutzen. Unsere Milch wird über ZMP vermarktet und wird dort weitgehend an die Demi verkauft. Ich bin als Kind immer hier auf diesem Betrieb. Ich bin immer am Abend nach der Schule im Stall. Hier haben wir immer sehr viel bedeutet. Ich habe immer mit dem Vater viel geredet über die Kühe. Ich habe immer Poster aufgehängt von Kühen im Zimmer. Und ja, Brüder und Schwestern, die hatten hier Plakat von der Kelly Family. Ich habe immer von Kühen. Und die meisten Züchter, das ist jetzt. Wir haben nicht auf so etwas hingearbeitet. Ich glaube, das kann man auch nicht. Aber wir sind einfach immer für die Tiere da gewesen. Wir haben sicher auch viele Stunden aufgewendet. Das ist auch nie eigentlich eine Frage. Zeit. Man macht es einfach für die Tiere und das macht man gerne. Und im Gegenzug geben sie einmal viel Retour natürlich. 1983 hat der Vater IBM im Stall. Hat die Kühe hauptsächlich rote hier müssen metzgen. Und hat nachher auch schwarze Kühe gekauft. Ist in die Genossenschaft der Wickertaler und hat von hier an zu züchten. Nachher habe ich vor anderthalb Jahren zusammen mit meiner Frau den Betrieb von meinen Eltern abgekauft. Hier auf dem Betrieb arbeiten noch meine Eltern und die Brüder Teilzeit. Und die Frau ist für das Büro zuständig vom Betrieb und vom Viehhandel. Die wichtigsten Ereignisse meiner Karriere waren sicher das Lineare. Ich habe dort viel gelernt, viel betrieben gesehen. Viele auch Sachen, sei es jetzt, hat es mit Kühen zu tun oder nicht, wo wir einfach auch können mitnehmen für einen Betrieb. Viel lernen daraus. Und das Zweite war, ich habe 2010 zwei Kühe und ein Rindli von Frankreich, von der Bretagne importiert. Ich bin das zusammen mit ein paar Kollegen bin ich auf die Betriebe gegangen, die Kühe anschauen. Ich habe gekauft und dann bin ich zusammen mit dem Onkel, der hier auch immer auf diesem Betrieb viel gearbeitet hat, viel gemacht für diesen Betrieb, bin ich die geholt. Und das ist für mich natürlich unvergesslich, nicht nur wegen der Kühe, auch sonst. Oder? Das ist also die Zuchtziele auf dem Betrieb sind sicher weiter Dexterieurzucht, wo wir immer schon stark drauf geschaut haben. Ein weiterer Punkt für mich ist aber klar, auch, dass wir Zellzahlen, Tiergesundheit, dass man wieder auf das auch gut kann züchten kann, so dass der Antibiotika-Einsatz auch tief gehalten werden kann. Der Druck kommt immer mehr von der Bevölkerung her und so kann man, auch dem, kann man das auch so erreichen. Den meisten Züchtertitel bedeutet mir sehr viel. Gerade es ist etwas, wo ich nie gedacht hätte. Es ist klar, es hat auch viel mitgearbeitet. Also das ist auch dem Vater sein Verdienst, das ist der Mutter Verdienst, das ist auch der Onkel, den ich nicht vergessen darf, der auf diesem Betrieb sehr viel gearbeitet hat. Das ist einfach zuletzt das Familie. Ein Familienerfolg, kann man so sagen.